Und da sind wir wieder zurück bei The Forest. Ich mache jetzt einfach mal hier das Lagerfeuerchen an. Sieht doch eigentlich nicht schlecht aus und wir haben hier auch direkt Licht. So, ist zwar auch noch Tag, obwohl, ja, langsam wird es sowieso dunkel. Ja, dann setzen wir mal. Wo ist es denn? Ist es denn? Da ist es. Die werde ich dann hier... Ist noch nicht gerade genug. So, das setzen wir dann nach da. Dann setzen wir dann noch eins. Das kommt dahin. Und Wände brauchen wir definitiv. Vielleicht erahnt ihr es ja oder beziehungsweise habt es beim letzten Mal auch schon gesehen, was ich meinte. Setzen wir dann hier eine Wand hin und setzen wir dann hier weiter, quasi. Wir bauen dann hier vielleicht noch so einen Eingang vor. Könnten wir eigentlich direkt auch machen. Hauptsache die Tür ist wieder schief. So. So nah dran, aber nicht ganz rein. So. Dann haben wir hier quasi unser Feld dann. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So, ja, wir haben, glaube ich, noch zwei Loks. Nehmen doch nicht immer diese dreckigen Sticks hier auf. Vielleicht reicht es schon für das erste, ja. Okay. Gut, da haben wir jetzt irgendwas angebaut. Ich weiß allerdings gerade nicht, was. Aber ich lasse mich mal überraschen. So. Und wie gesagt, ich bin auch wirklich bisher sehr überrascht darüber, dass uns die Kannibalen bisher noch in Ruhe lassen. Aber das gibt uns die Möglichkeit, unsere Hütte etwas sicherer zu machen. Vielleicht gehen wir ja dann beim nächsten Mal auf Erkundungstour und vielleicht treffen wir dann ja ein paar... Kannibalen oder wir machen es vielleicht gleich schon. Ich weiß es jetzt noch nicht. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, komm, gib um. So. So haben wir natürlich auch keine extrem langen Laufwege. Ich werde jetzt direkt mal die Wand hier weiterbauen. Ja, okay, war eigentlich Blödsinn, die Axt jetzt extra auszurüsten. Aber ich mache es trotzdem immer vorsichtshalber. Man weiß ja nie, wann der ungebetene Nachbar wieder auftaucht. Den einzelnen legen wir dann in den Lockholder. Dann können wir wieder einen Baum umhauen mit 5 Slots quasi. Also mit 5 Baumstämmen. Und dann haben wir wieder 2 Baumstämme im Lager. Ach komm, den können wir ruhig umhauen. Hier sind genug Bäume drumherum. Zumal das Lager werden sie ja sowieso sehen. Da brauchen wir uns nicht ins Hemd machen. Komm. Wir haben hier 2 Bäume, da einen Baum, da einen kleinen Baum, da mal einen Baum und die kleinen Sträucher noch dazwischen. Ja, der macht direkt mal einen Purzelbaum. Der auch. Sind das denn alle? Da liegt 3. Müsste aber eigentlich ein großer gewesen sein. Wo ist der 5. Baumstamm? Etwa noch nicht runtergekommen. Aber hier ist er auch nicht. Ja, ist schon manchmal etwas kurios. Ja, dann können wir auch direkt die Wand dann zu Ende bauen. So. Dann bauen wir den einen Garten auch direkt.
Ich habe jetzt auch extra da nicht direkt noch eine Wand dran gesetzt bei dem hier, damit wir noch Platz haben, um zu gucken. Ja, wir haben direkt schon ein paar Beeren zum Essen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Müssen wir jetzt erstmal die Pflanze hier weghauen. Wie es aussieht, oder? Ich habe zwar hier das Symbol, aber... Ah, okay, wächst von alleine. Ja, und hier kann ich gar nichts machen. Finde ich sehr interessant. Naja. Da kann ich anpflanzen. Hier komischerweise nicht. Naja. Nee, so groß wollte ich es eigentlich nicht. Oder tut es das sogar? Na komm, setz doch wieder da dran. Na, könnte vielleicht sogar hinhauen. Nee, das gefällt mir nicht. Dann setze ich die Wand selber. So. Naja, klasse. Ich mach die erstmal weg, baue hier erstmal hier das Ding fertig. Wie viel brauchen wir da? 5 Stück. Einen Hammer. Ach komm. Den klatschen wir weg. Braucht man nicht extra jedes Mal den Berg hochlaufen. Hier noch ein Tümpel. Wie viele Tümpel haben wir denn hier? Ich glaube, das war ein kleiner Baum. Aber das sollte schon reichen für das vordere Stück. Na komm, geh rum. Ja, jetzt bleibt er an dieser blöden Stufe da hängen. Müsste sich genau auskommen eigentlich. Was hat er denn jetzt genommen? Ach, wieder so ein scheiß Stick. So, dann wäre der Eingang hier fertig. Können wir hier gemütlich reinlaufen. So. Dann setzen wir uns hier die Wände noch hin. Die tun wir... Gott. Nee, der will das nicht so. Warte mal, wie lang sind die denn? Einen Millimeter rein, dann könnten wir vielleicht das so machen, dass wir den hier dran setzen. Dann haben wir auch genug Platz, quasi da noch zu laufen. Wieso habe ich einen Stick in der Hand? Wieso kann ich das jetzt nicht auswählen? Geht vielleicht von hier. Ne, geht's auch nicht. Muss ich vielleicht das Ding hier erstmal weghauen? Nö. Naja. Ist halt Alpha. Ist noch ganz schön verbuggt. Ne, das lasse ich nicht so hinsetzen. So. Hier am Wasser stehen ja eigentlich ein paar schöne Bäume, die braucht doch keiner. Vermisst doch auch keiner. Ich muss auf jeden Fall sagen, unsere Hütte nimmt langsam Gestalt an. Beziehungsweise unser kleiner
Campingplatz da hinten. So könnte man es ja quasi nennen. Müssen wir uns allerdings beeilen und die Loks holen, bevor die uns dann nachher... genau das will ich nämlich verhindern, dass die hier in die Steine bzw. ins Wasser reinrollen. Na komm schon. Schieb den scheiß Baumstamm. Aber nicht gegen einen anderen Stumpf. Finde ich auch lustig. Der Baum ist so breit und wenn man sich den Lok anguckt, der ist viel, viel schmaler. So, für eine Wand brauchen wir definitiv noch einen Lok. Und dann brauchen wir nochmal 6 komplette Loks. Falls man das schöne Teil hier noch weg. Und dann fehlen uns, glaube ich, noch 2 Loks und dann sollten wir die Wände dann auch fertig haben. Dann könnten wir dann quasi entweder eine Erkundungstour machen oder wir bauen ein paar Fallen. Das wäre, glaube ich, keine so schlechte Idee. Denn ewig lang, wie gesagt, werden die wahrscheinlich nicht wegbleiben hier. Habe ich nicht gerade einen großen abgeholzt? Ich meine eigentlich schon. Aber hier unten ist keiner. Seltsam. Manchmal ist das schon seltsam. Naja, einen Baum mussten wir ja sowieso noch umnieten. Dann können wir uns auch das schöne Stück hier nehmen. Ausdauer geht auch ganz schnell in den Keller und auch der Mageninhalt ist jetzt doch schon ziemlich runter. Das heißt, ellenlang könnten wir jetzt sowieso quasi wieder nicht die Baumstämme hier abholzen. Achso, das waren die Sticks. Ich dachte schon gerade, jetzt blinkt da doch ein Baumstamm. Hätte ich mich aber echt kaputt gelacht. Könnten ja vielleicht auch irgendwann mal, falls dann der Spielstand immer noch existieren sollte oder nicht dann komplett das Inventar nicht mehr funktionieren sollte, auch mal versuchen, vielleicht ein Hausboot zu bauen und vielleicht mal ein bisschen um die Insel herumzuschippern, weil das habe ich nämlich bisher auch noch nicht gemacht. Gewitter. Ich würde ja gerne mal eine Liege bauen und mich da drauflegen und sonnen, aber hier ist ja sowieso immer Regen. Von daher bringt das, glaube ich, eh nicht wirklich viel. So, die setzen wir dann so. Und dann wäre das Teil eigentlich abgesichert erstmal, zumindest provisorisch. Ich weiß nicht, wie intelligent die KI nach und nach machen. Vielleicht können die dann ja auch mal durch diese Türen, diese offenen Türen durchgehen. Das können die bisher nämlich noch nicht wirklich. So, ja, sieht doch schön aus. Da kommt kein Schwein durch. Das Ding kann ich komischerweise auch jetzt gerade nicht mehr bepflanzen. Ja, ist manchmal schon ein bisschen verbuggt. Hacken wir das hier wieder klein. Aber ich kann es nicht auswählen. Komisch. Naja, auf jeden Fall haben wir hier, dann können wir zwar, kann man hier überhaupt durch?
Ach, man kann sogar durchs Fenster einsteigen. Okay. Können wir zwar hier nicht mehr rausgucken, aber das ist ja eigentlich nicht schlimm. Hier haben wir ja einen schönen Blick auf den kleinen Teich, unsere Lockholder. Die Viecher gehen mir am Geist, weg mit euch. Ja, sieht doch eigentlich ganz schön aus. Könnte man quasi sogar als Garage zählen. Oder als Anbau oder halt sowas. Ja. Ich würde eigentlich... Machen wir mal hier die Sträucher. Ach, ich habe einen Vogel erschlagen. Ich dachte schon gerade, jetzt habe ich einen Kannibalen direkt hinter mir. Kann man den Baum eigentlich klein hacken? Ich glaube nicht. Ich probiere es jetzt mal. Aber scheint nicht zu funktionieren. Du wolltest zu deinem toten Freund, ne? So, das ist doch ein schönes Häuschen. Oder was sagt ihr dazu? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ins Haus herein. Und dann würde ich sagen, ja, war's das fürs diese Mal und bis zum nächsten Mal. Ich sag, haut rein und tschüss.